Guten Abend. Wir haben heute Wahlbüro. In der Woche sind Wahlen in Bern. Wir wählen den Grossrat. Und ich wollte jetzt schnell meine Meinung machen. Und für das habe ich mal geschaut, welche Grossratskandidaten sind so mutig waren und haben mir ihre Wahlflyer in meinen Briefkasten da, wo darauf steht, Werbung verboten. Also das sind richtige Anarchisten, die sich die über Regeln hinwegsetzen. Ich habe eine ganze Digi-Flyer bekommen, da Frau Marti Anliker, doppelt, zweimal, SP. Ja, Frau Marti, ich kämpfe für Menschen, genauso wie für die Natur. Meine 3K kämpfe Kinderrechte, Klimaschutz, Krankenpflege. Ja, Frau Anliker, das sind Argumente. Mal, das sind Argumente, sehr konkret. Wir haben auch hier wieder von SP mehr Farbe für Farbe und Leben in Bern. Die haben ganz schöne T-Shirt an und das Mädchen auf der rechten Seite ist ein Bub. Und hinten sind auch die Argumente. Wir sagen ja, Arbeit und faire Arbeitsbedingungen für alle, mehr Ökologie in der Wirtschaft, Chancengleichheit in der Bildung, wir wollen keinen Rentenklau. Sonst steht nichts über die Leute, was die machen oder sonst irgendetwas. Ja, das ist offen. Man hat auch keine richtigen Meinungen. Wir haben den Andrea Gian Mordassini in den Grossen Rat. Ja, gesellschaftliche Probleme können nur durch eine integrierte Betrachtung der ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen Entwicklung sinnvoll angegangen werden. Ja. Hey, ich bin da ganz speziell der Peter Gucker von der FDP. Das sieht ein bisschen aus wie der Peter Gucker von der FDP. Interessant finde ich hier, der Peter Gucker ist Kaufmann. Aber man sieht nicht, wo er arbeitet. Finde ich ganz speziell irgendwie. Ich sehe überhaupt nicht, was er da macht. Er hat so ein riesiges Unterstützungskomitee. Er ist Parteileitung. Er ist keine Ahnung, wo er arbeitet. Das würde mich jetzt noch interessieren. Und nachher sein Hobby ist Sport allgemein. Genau, der Herr Gucker ist sportlich. Darum wirkt er auch so sportlich auf dem Flyer. Ja, Herr Gucker, Sport allgemein, würde mich interessieren, was das genau ist. Dann haben wir Gerhard Wittwer, Reiterin, FDP, der sofort Geschäftsführer, Kiwi Consultants, hat eine Website, ist bei den Young Boys dabei, Swiss ICT, der müsste vielleicht sogar wissen, dass es ein Blog ist. Und da sehen jetzt smarte Köpfe mit cleveren Ideen und junger Politik braucht der Berner Grossrat. Jahrgang 1980, finde ich super. Einfach auch dort wieder, mit den Hinterthemen, die relativ klar definiert sind. Ja, wohl, da könnte ich mir noch so vorstellen, mal auf einer Liste zu schreiben. Und dann haben wir die Beatrice Wertli und Michael Daffinoff, haben sich da in die Briefkasten geschlängelt. Die wollen am 28. März im Grossrat. Hoffentlich ist er offen. Beatrice Wertli für ein offenes Bern, das seine Zukunftschancen packt. Jawohl. Ja? Und hier haben wir jetzt noch die grüne freie Liste. Ganz viele Gesichter. Man sieht einfach auch wieder nichts. Das ist ein bisschen schade. Politisch. 11 Frauen und 9 Männer auf der grüne freie Liste. Ja. Super. Teller aussen. Grün bewegt, der Hashmi Hilmi Gashi, Entschuldigung. Mit ihrer Stimme setzt sich das grüne Bündnis weiterhin für einen sozialen, ökologischen und offenen Kanton Bern ein. Ja, gut, vernünftig. Kein Plan, was das soll geben. Arbeit, Lohn und Rente statt Profit und Gier. Gut. Ah, haben wir noch mal SP, Juso, genau der gleiche Dortschi, der hier auf dem Bild grösser ist, ist hier kleiner. Und in der Mitte, und die farbige, die rote, ist dann anders, und die andere ist auch anders.
Aber ja, es ist einfach Gira, hört, ich wollte euch auch nicht sagen, aber jetzt müsst ihr mal schauen. Jetzt kommt der Prospekt von diesen zwei jungen Herrinnen aus Altichen. Der Hess, der Herr Fuchs, der Name ist gross und klar geschrieben. Wir wissen es, sie haben oben nachher halt die Berner Fahnen, weil die Schweizer Fahnen würden sie nicht tun, wenn es Nationalratswahlen sind. Es ist einfach Marketing, es ist Wettbewerb, es geht um Aufbau, es geht um Positionsbeziehung. Und ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin überzeugt, die zwei Herren werden Erfolg haben in der Stadt Bern, weil sie hier klar ihre Positionen angeben, weil sie sagen, was bedeutet, wenn es stimmt für einen Fuchs oder für einen Hess geht. Kann man jetzt noch lange sagen, es sind Schlitzohren, das wissen wir ja nicht. Dinger haben sie gross, wie jetzt der Zettel muss ausgefüllt werden, dass dann die zwei auch wirklich zweimal drauf sind. Und unten haben sie dann noch den Wettbewerb mit dem Ich will Mitglied werden, ich möchte Spender werden und ich nehme nur an der Wettbewerbsverlosung teil. Da kann man dann noch ein Sackmesser gewinnen oder ein Goldfrenali. Ja, es ist einfach, Positionierung ist klar. Zum Beispiel, wenn Sie ein Ding zwar auch nicht wissen schafft, mal Geschäftsführerpunkte Steuerzahler ist der Fuchs. Ist das etwas, was Geld gibt dafür? Ja, und der Hess ist Lastwagenführer und nachher, was mir besonders gefallen ist, das mit den Alten. Der Herr Fuchs, Würdigung der Leistung der Aktivdienstgeneration mittels Gedenkanlässen zu 70-jährigen Kriegsmobilmachung. Und nachher haben sie hier gerade Hunger. Gegen die Diskriminierung alter Menschen. Hey, wenn das etwas würdet hier hinschreiben, dann würdet ihr die Stimme holen von den Alten. Ja, eben, ich wollte ja nicht jetzt, irgendwie, ihr wisst es ja. Aber es ist manchmal schon etwas selber gemacht. Und ich denke einfach, wenn man ein Marketingkenntnis hat, würde man sich vielleicht überlegen, anstatt eine solche Zettel, die hinten drauf ein paar schlaffe Dings stehen. Wenn man das Zeug schon druckt und sich schon Mühe macht, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr überlegt, was man sagen will. So.